Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ja, wir sind wieder hier, GTA 4. Und die Scheiße reimt sich sogar. Loslassen? Loslassen? So. Wir gehen raus. Und dann schauen wir mal, was so ansteht. Packen wir erstmal unser Handy, wie auch immer das wieder ging. Na, so nicht. So auch nicht. So auch nicht. Nee. Ja, wie war das mit dem Handy? Tab? Nö. Nee. Ah, hier haben wir Handy. Das wollen wir nicht. Wir wollen Menü. Telefonbuch. Michel. Hey Michel, how are you? It's Nico. You want to hang out with me? Yes, pick me up in an hour. Cool. See you in an hour. Jo, wir haben ein Date mit Michel. Zickzack. So schnell geht's. Und ich will dein Auto. Jo. Wie war das jetzt mit dem Radio? Wunderbar. Wo ist unser Radio? So, unser Radio. Das wäre das, was ich hören würde. Beziehungsweise den Metal Sender. Na, Fusion. Ja, mein Gott, ich bin. Ich glaube, das ist das Richtige. So. Ja, das Schöne ist, dass wir hier absolut nicht auf irgendwelche Verkehrsschilder achten müssen. Ja, das ist doch unser Radio. So. Uffi geht zu Michelle. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde die Dialoge nicht mehr zuquatschen. Werde danach einfach sagen, um was es so ging. Im Endeffekt ging es darum, hey Michelle, willst du mit mir abhängen? Ja klar, hol mich in einer Stunde ab. So nach dem Motto. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Okay, let's get going. So, bring Michelle irgendwo hin, wo sie Spaß hat. Da gehen wir erstmal hier auf die Karte. Was haben wir denn hier? Eine Bar. Dann werden wir noch mal zur Bar fahren. Same outfit. I like it. So, thanks for taking me out again. No problem. Yeah, I've never dated a foreign guy before. A lot from another planet, but none from another country. Okay. Tell me about yourself. Tell me about Nico Bellic. There is not much to tell. I just moved here. I know, and you live with your cousin. What do you guys do? I don't have regular work yet. So, what did you do in Europe? I work in tourism, in travel industry. Did you fight in the war? Sure. How was that? How do you think it was? Seeing your friends die, seeing men have their legs blown off, it ruined me. I'm so sorry. Me too. Yeah. Maybe here, things will be different. So, wir geben Gas. Ja, ein bisschen über die Vergangenheit geplaudert. Und wir geben Gas mit unserem Cabriolet, was wir uns schön geklaut haben. Schöne Auto. Turn left. Please make a U-turn where safe. Please proceed to highlighted route. Jo. Bitte drehe um. Das ist bloß die Frage, können wir da mit dem Auto hin fahren? Ja,
Ja, klar können wir mit dem Auto dahin fahren. So. You have arrived. Wir sind am Ziel angekommen. So. Aussteigen. Mach mir ja kein Delinei. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das letzte Mal schon hier waren. Jupp. Was soll's? Oh, fuck. Sorry. Nee, da lang. Wow. Ich glaube, ich bin dezent betrunken. Mein Controller wackelt. Did you drink in there? I could swear it was just me knocking back that stuff. Shit, I do not know. Wo ist das Auto? I cannot really remember. You are a strange girl, Michelle. A funny girl. I do not know. Okay. Aua. Jo. Super Idee mit dem Saufen. Vor allem ist mein tolles Auto weg. So, bring Michelle wieder nach Hause. Ach du Scheiße. Nein, ich fahre nicht Schlangenlinie. Nein. Nein, ich fahre ganz normal. Das bildet ihr euch nur ein. Ich bin nicht betrunken. Wie kommt denn ihr da drauf? Wow. Ich wusste gar nicht, dass man in GTA 4 betrunken sein kann, aber irgendwie hat es was Cooles. Ach du Scheiße, wie lange hält denn der Status an? Jetzt geben wir erstmal Gas. Achtung, hier komme ich. Sind wir auf unserem Radiosender? Nein. Wo? Da ist mein Radiosender, so. Halt, wir müssen da lang. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin betrunken, ich kann nichts dafür. So. Stell dich nicht so an, ich kann selbst betrunken gut Auto fahren, ja? Nicht mal wirklich ein Kratzer dran, ja? Das liegt nur an dem Auto. So, und zurücksetzen und darum. Und wunderbar. Ja, wir versuchen mal das Glück. After today, sure. But if this ends up on the internet, I'll kill you. Great. We'll have fun. Oh! Ach, jetzt kann man wieder normal laufen, oder? Das ist wieder so typisch. You're special. Oh, tell me interesting things. Oh, Nico, I really like you. Yeah, Nico. Jupp, wollen wir überschreiben? Something strange about her. Ja, im Endeffekt haben wir die Frau abgeschleppt und die Frau flachgelegt. Und wir können jetzt wieder normal laufen. Und wir haben gerade ein Auto gerammt und jetzt geben wir Gas und überholen die Polizei. So.
Und wir fahren mal ein bisschen risikoreich. GTA macht's doch aus. Einfach mal Gas geben. Einfach mal irgendwas zusammenfahren. Wir fahren zurück in unsere Bude und da beende ich dann auch diese Folge. Und dann machen wir in der nächsten Folge auch wieder weiter. Ja, ein bisschen Gas geben. Das gehört einfach zu GTA dazu, oder? Also. Ich fahre jetzt nicht gerade auf die Autobahn hoch, oder? Doch. So, wie komme ich jetzt da am schnellsten wieder runter? Turn around. Dort wieder hinunter. Is it just me or is this town just not as fun as it was 20 years ago? In those days everyone partied a lot harder. So, da haben wir die Mülltonnen ein bisschen kaputt gemacht. Dann geben wir hier Gas. Wir fahren dort gleich in die Zwischending rein. Wunderbar, fahren hier durch. Und aus dem fahrenden Auto raus. Non plus ultra. Der hat sich jetzt gerade mit mir angelegt. Das hat jeder gesehen. Also hauen wir ihn zusammen. So, jetzt rennt er weg. Einmal übers fahrende Auto, ein bisschen wehtun. So. Jo, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play GTA 4 in 2 Tagen wieder hier bei uns auf dem Kanal. Ich bin euer Dark Dragon 90. Bis dann. Ciao, ciao.